Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar gibt es ja einen Plugin für das New Banking und das werden wir heute installieren. Und ich zeige euch die ganzen Optionen, wie das Ganze so funktioniert. Und genau, wir schauen uns das hier drin einmal an. So, das kennen wir ja schon, ne? Das Menü. Und wir können das Ganze dann hiermit auch verbinden. Das ist ein extra Plugin so dafür halt, ne? Und da können wir dann drauf und da können wir dann den Fingerabdruck auch nochmal machen. Und hier haben wir einen Aktienhandel, ja? Darum geht es heute, wie wir was übersetzen und wie wir das Ganze halt auch in die Datenbank machen und so weiter und so fort. Ja, was macht das Skript? Wir können hier Geld ausgeben. Ja, sagen wir, wir wollen eine Aktie kaufen, dann können wir hier sehen, Ammonation ist gerade am steigen und so weiter und so fort. Ich habe das ein bisschen ausprobiert. Ich denke, ich liege da auch richtig. Wir müssen uns immer die Minusaktien kaufen, aber ich bin mir nicht sicher. Und da können wir jetzt Bankguthabenden halt drauf machen, beziehungsweise... Okay, wir haben kein Guthaben drauf. Mal ganz kurz transferieren. Minus, ja. So sieht's halt aus. Genau, dann gehen wir einfach auf Einzahlung. Und wir haben ja 12.000. Können wir erstmal einzahlen, dann ist das Minus auch weg. So, dann gehen wir wieder hier hin. So, dann wollen wir eine Aktie kaufen. Wir gucken mal. Wir nehmen mal diese jetzt hier und sagen, wir wollen jetzt 500 halt ausgeben. Das ist halt ziemlich wenig, also so viel Umsatz plus machen wir dann auch nicht. Wir können das Ganze auslaufen lassen dann, aber wir können die erstmal kaufen. So, dann haben wir sie auch gekauft. Hier unten kommt dann auch so eine Meldung, ja. Und ja, wir können das Ganze dann wieder verkaufen. Und hier zum Beispiel habe ich ja auch noch die anderen Sachen, die ich jetzt schon so gekauft hatte, die könnten wir jetzt verkaufen und machen halt dann auch wiederum Plus. Genau, da müsst ihr halt gucken, wie das Prinzip funktioniert. Ich kann auch komplett falsch liegen. Genau. Gut, aber um sowas zu machen, ja, kommen wir direkt zur Installation, würde ich sagen. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen. Und dann haben wir diese schöne ZIP-Datei. Die müssen wir einmal entpacken. Dazu können wir den Ordner hier einfach öffnen oder einfach mit Rechtsklick auf Entpacken gehen. Genau, dann haben wir diesen Ordner. Dann würde ich sagen, loggen wir uns einmal ein. So. Und dann gehen wir einfach erstmal in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Ja. Hier ist es quasi schon installiert, aber ich installiere das jetzt nochmal. So, dann gehen wir in die Server-CFG und wenn ihr auch andere Server-CFG habt, dann geht ihr halt da rein. So, und dann sagen wir hier einfach Start und dann den kopierten Ordnernamen einfach einfügen. Ja, dann hier nochmal speichern und hier einmal bestätigen. Somit ist das komplett schon installiert. Jetzt müssen wir noch in die Datenbank, ne? Ganz wichtig. Denn wenn wir hier in Ordner sind, dann haben wir hier noch eine SQL, ja. Können wir uns rauskopieren. So. Und dann gehen wir in die Datenbank. So. Angekommen. Wir müssen uns natürlich einloggen, ne? Ist ja ganz klar. Gehen wir einmal auf den Datenbanknamen. Ja, und dann gehen wir auf Importieren, Datei auswählen, ne? Hier einfach draufklicken und auf Bestätigen und dann auf so okay. Ich habe das ja schon drin. Was ihr hier noch machen müsst, ist hier euren Datenbanknamen einzutragen oder ihr könnt das Ganze dann auch hier einfach rauslöschen.
Dann gehen wir hier auf Speichern und dann fragt er auch nicht mehr nach dem Datenbanknamen. Genau. Und somit ist denn das Skript auch sehr erfolgreich hochgeladen. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch euren Server einfach neu starten und ja, ihr habt einen Aktienhandel. Genau. Gut. Dann gucken wir uns das Skript nochmal so an. Wir haben hier nochmal die Sprachen. Da würde ich euch empfehlen, einfach mal die EM zu übersetzen. In der deutschen fehlen glaube ich zwei Sachen. Deswegen habe ich das Englische kurz übersetzt für meinen Server. Und das funktioniert ja noch. Genau. Dann können wir das Ganze dann, können wir uns nochmal die Config angucken. Hier haben wir nochmal die extra Stellen, wo wir dann halt die Aktien kaufen, verkaufen können. Wir können das aber auch an jeden ATM machen. Wir können auch die Blip-ID hier ändern und wir können hier halt den Namen des Blips ändern. Genau. Dann können wir sagen, ob die Blips halt eingeschaltet werden sollen oder ausgeschaltet werden sollen. Also für ein dann mit True und für aus dann falsch. Ja. Ja, hier können wir das Ganze, so die ganzen Tastenbelegungen ändern, wenn wir es wollen. Macht nicht viel Sinn, aber ja. Hier können wir auch sagen, wie viele Aktien man mindestens oder Minimum und Maximum haben kann und so weiter und so fort. So, hier können wir nochmal die Sprache ändern. Da habe ich euch ja eben erzählt, dass wir das auf EN lassen und dann einfach nur die 10 Sachen da ändern und dann läuft das auch, ja, ohne Fehler. Gut. Ja, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Ja, genau, wir müssen noch einmal in den HTML-Ordner, ja, Client, HTML, und hier können wir das, das Menü, was man halt sieht, wenn man das Menü öffnet, halt übersetzen auf Deutsch dann, ja. Alles, was schwarz markiert ist, können wir halt auf Deutsch übersetzen. Ja, ist ein bisschen Arbeit, aber wer es haben will, der macht's halt, ne? Genau. Gut. Ich glaube, mehr war nicht. Ja, doch hier können wir nochmal die Icons ändern, ja. Da können wir auch was anderes reinmachen, einen anderen Fingerabdruck, müssen aber auf die Größe halt hier drauf achten. 120 mal 120, ja, ganz wichtig. Ansonsten funktioniert das wahrscheinlich nicht, aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Aber ich halte mich immer so an die Maße. Somit wird das auch funktionieren. Gut. Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.